Hey Leute, willkommen wieder bei Bennermeister und ja, und heute gibt es mal ein neues Unboxing-Video. Diesmal zu einem PlayStation 4 Spiel namens Shikondo, falls ich das richtig ausspreche, ich hoffe mal. Ja, das Ganze für die PlayStation 4 hier in der Limited Edition. Das ist ein Spiel, welches es, glaube ich, mal irgendwie auch als Download Variante gibt, aber das hier ist eine Retail-Version davon und das Ganze gibt es, soweit ich verstanden habe, auch nur 3000 Mal. Das hier scheint die Nummer 1748 zu sein, steht hier irgendwie. Und ist auch noch bestellbar, also wer das haben möchte, dann greift zu. Ich werde das Ganze mal unten verlinken. Das habe ich einfach bei PlayAsia bestellt. Ja, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube so um die 30 Euro oder so. Und da habe ich mir das Ganze mal mitgenommen. Ja, das Ganze kam dann so mit dieser Spielebox hier und einem kleinen Sticker. Das ist doch schon mal sehr cool. Ja, was ist das überhaupt so genau? Viel weiß ich auch nicht darüber. Ich habe das nur gesehen und irgendwie fand ich das sah cool aus. Und das ist so ein Bullet-Hell-Shooter, also wo du so herumfliegst von unten, alles abschießt, allem ausweichst und so weiter mit cooler Mucke. Und das hat mir irgendwie gefallen. Und da dachte ich mir, ach komm, das sieht cool aus, das gibt's auch gar nicht so oft. Und dann greifst du mal zu, schaust du das Ganze mal an. Ja, hier unten steht noch Sprachausgabe irgendwie keine oder ja, weiß ich nicht. Untertitel Englisch, Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch. Die Anleitung ist Englisch und ja, das war es dann auch schon. Geht alleine oder auch zu zweit, soweit ich weiß, auch lokal Koop, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, was hier überhaupt so drin ist. Ich werde jetzt mal diese Folie hier mal aufmachen. Ja. Gucken wir mal rein, was wir aber ganz genaues haben. Und da haben wir das Ganze in einer weiteren Folie. Was für eine tolle Umweltverschmutzung. Ja, man könnte das Ganze natürlich jetzt so aufheben und sammeln und ist es wertvoll. Aber nein, wir werden das diesmal öffnen. Ich schaue nochmal, wo ich hier einen Anfang finde. Vielleicht hier so. Ich will ja hier nicht so unbedingt kaputt machen, wenn möglich. So, jetzt haben wir irgendwie hier einen Anfang gefunden. Komm schon, Folie. Ja. So, hier sieht man nochmal, der Sticker mit der Nummer ist auf der Verpackung drauf, also das ist nicht mit abgegangen. Und um das Ganze jetzt hier oben ganz vorsichtig zu öffnen, ohne dass es knickt, benutze ich dieses gelbe Awesome Messer. So, ganz vorsichtig da so rein, dann das so ein bisschen hoch und hier auch nochmal in der Hoffnung, dass es irgendwie funktioniert. Aber das ist echt schwierig, das nicht zu beschädigen. Ich glaube, das wird nur mit Beschädigung funktionieren, oder? Na, ich glaube, ich habe einen Anfang gefunden. So sieht es schon mal aus, ja, also wir sind dran. Ah, gut, so halbwegs, so halbwegs. So, einmal auf. Und wir holen mal alles raus, was drin ist. Da haben wir schon mal ein Spiel und irgendwie was ja, in Pappe. Da haben wir einmal etwas, was das Ganze hält. Dann haben wir hier den Shikondo Soul Eater Original Soundtrack. Das Ganze mit Spine Card und mit 9 Liedern. Das Titellied Stage 1, 2, 3, 4, 5, Boss Fight, Last Boss Fight und Ending anscheinend. Sieht dann so hier aus. Sehr schick, sehr cool. Werde ich jetzt aber mal nicht öffnen. Den Soundtrack höre ich ja jetzt auch erstmal beim Zocken selber. So, dann habe ich hier, danke für deinen Support, das Zertifikat mit der Nummer vom Spiel von eben 3000 Stück. Sieht auf der Rückseite so aus. Und auf der Rückseite 1748 von 3000. Wunderbar, sehr, sehr schick. Und dann haben wir hier das Spiel, wo man irgendwie so eine Lady sieht, die entweder von einer Spinne gerade in den Arsch gebissen wird oder die eben eine Spinne ist. So ganz deuten kann ich das auch nicht. Aber sieht interessant aus. Online haben wir noch Bullet Hell Arcade Shooting, Single Player and Two Players Co-op und Online Leaderboards.
Das ist doch schon mal sehr cool mit 3 Screenshots dazu. Wunderbar, auch das werde ich jetzt einfach mal öffnen. Wenn ich das dann schaffe, ja, das ist hier irgendwie ganz schön weit unten und wirklich einen Anfang hier zu finden ist gerade sehr, 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 sehr. Ah, ich glaube, ich hab's. Tada, tada, Folie an die Seite, links, rechts und so. Tada. Ah. So, drin sieht das Ganze so hier aus. Anleitung ist dabei, CD ist dabei. Wunderbar, so soll es sein. Die Diske sieht so aus. Und die Anleitung sieht so hier aus. Und ist das sogar noch eine Anleitung? Das ist sogar noch eine Anleitung und sogar in Farbe, Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit der Steuerung, hier wie man das Spiel spielt. Und dann die verschiedenen Modi und so weiter. Also, auch wenn sie nicht so dick ist, aber das ist noch eine Anleitung. Coole Sache, dass man sowas noch sieht. Und hier hinten ist sogar noch ein Wendecover drin, dann eben ohne, ja, ohne was eigentlich. Oder das ist das gleiche? Nee, das ist das andere Cover. Das ist da mit den 2 Frauen drauf. Hier hat man ja die Spinnfrau. Aber ja, je nachdem, wie man denn möchte. So, das war es eigentlich auch schon. Das war dann mein kleines Unboxing zu Shikondo in der Limited Edition. Ich werde jetzt noch ein bisschen Gameplay ranhängen, wie ich das erste Mal ein bisschen zocke. Also wenn ihr jetzt seht, wie ich total verliere, dann ja, liegt das einfach an meinen Gamer-Künsten, wie gut ich spielen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Das war wieder euer Bannermeister. Also bis dann und viel Spaß mit dem Gameplay. We'll be right back.
Ha 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 ha!